Wir begrüßen Sie zum Heimspiel der MT Melsung gegen den SC Magdeburg. Mit Sicherheit kein normales Spiel, denn sowohl Spieler als auch Zuschauer stehen noch ganz unter dem Eindruck des tragischen Unfalltodes der Mete-Brüder, die gerade hier in Nordhessen viele Freunde hatten. Liebe Handballfreunde, liebe Fans, die ganze Handballwelt und besonders unsere Region trauert um die Schiedsrichter Bernd und Rainer Mete, die am vergangenen Freitag bei einem Autounfall auf tragische Weise ums Leben gekommen sind. Vor 2290 Zuschauern geht es in eigener Halle für die Handballer aus Nordhessen gegen den SC Magdeburg. Nach 30 Minuten steht es 13 zu 17. Also ich bin alter Handballer, ich weiß, das ist ein schnelles Spiel und ich hoffe, dass das Sturmspiel besser wird, das Abwehrverhalten und dass wir dann noch auf die Erfolgsspur zurückkehren. Naja, wir lassen uns mal überraschen, was eine zweite Halbzeit bringt. Magdeburg ist halt sehr stark. Ja, ich finde, sie sind relativ ideenlos vorne, es geht hin und her, aber so richtige, herausgespielte Würfe, was gibt es denn? Wir hoffen, wir drücken die Daumen. Wir haben keine Phase des Spiels Bundesliga-Niveau erreicht haben, was die Stimmung angeht, was die Aggressivität angeht, was die Spieler phasenweise ohne Emotionen in dieses wichtige Spiel gegangen sind. Bin ich sehr enttäuscht darüber, dass es so ist, aber wie gesagt, es war ein besonderes Spiel für uns im Zeichen dieser Trauer um die Kameraden Mete und viel mehr kann man dazu nicht sagen. Gegen den Kultclub des Ostens ist für die Mannschaft von Michael Roth mit solch einer Leistung nichts zu holen. Ja, Magdeburg ist eine Mannschaft mit Full Kraft, spielt das ganze Spiel, 16 Minuten. Und heute, ich denke, hat der beste gespielt wie uns. Schade. Weil hat was gefehlt. Wir waren in der Abwehr nicht so aggressiv, wie wir es eigentlich die letzten Wochen, eigentlich bis auf jetzt auf das Ausnahme auf das Hannover-Spiel, eigentlich immer getan haben. Und vorne hatten wir Probleme mit der Abwehr von Magdeburg. Wir sind überhaupt nicht richtig ins Spiel gekommen. Da hatten wir ein paar angeschlagene Spieler. Mir geht es eigentlich auch nicht so gut. Ich habe so ein bisschen Magenprobleme und was die Lage ist mit einer Zerrung. Hildebrand ausgefallen und wir haben einfach irgendwie nicht das richtige Konzept gefunden gegen die Abwehr und die haben uns gnadenlos ausgekontert und deswegen haben wir auch verdient und auch in der Höhe verloren. Aber man hat auch das Gefühl, dass die Magdeburger geistig und körperlich stärker sind als. Ja, kann man vielleicht so sehen. Ich meine, Bundesliga ist halt Tagesgeschäft und Tagesform und die waren heute präsenter, sie waren körperlich stabiler wie wir und deswegen. Wir sind ständig dem Rückstand hinterhergelaufen und zum Ende sind es 6 Tore Unterschied. Ja, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir zu Kräfte kommen, weil wir haben extrem wichtige Spiele am Samstag in Lemgo, wo wir unbedingt punkten wollen und unbedingt punkten müssen, weil wir haben uns eigentlich viel mehr auch ausgerechnet für heute Abend. Ja, und ja, trotz alledem ist es einfach heute in die Hose gegangen, ja, das muss man so sagen. Das war's vom Spiel gegen Magdeburg. Wir sehen uns wieder am 27.11. gegen die HSG Wetzlar.